Nein! Ich bin so auf mein Herzbeben fixiert, wenn es heute nicht mehr kommt, bin ich traurig. Bist du noch im Spiel? Wir wissen noch gar nicht, was uns erwartet, aber ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Wir wissen nur bisher, es heißt Schlager- oder WG-Song. WG-Song oder Schlager? Naja, ich sehe es schon. Das ist Philipp! Ich brech ab. Okay, das wird ein gutes Spiel. Ich lieb's jetzt schon. Hallo ihr Lieben, ich bin Philipp und wir spielen heute einen Quiz zusammen. Und zwar werdet ihr gleich von ehemaligen WG-TeilnehmerInnen Songpassagen vorgelesen bekommen. Und ihr müsst uns dann sagen, handelt es sich dabei A, um einen WG-Song oder handelt es sich um einen Textausschnitt aus einem Schlagersong? Das wird nicht so einfach und ich habe die große Ehre anzufangen. Meine Textpassage lautet: Wir leben jetzt, wir leben laut, wir wollen mehr, wir drehen auf. Also, ich sag, das ist so ein typisch, das ist WG. Das ist schon WG, da bin ich auch dabei. Okay, WG. Voll, finde ich tatsächlich auch. Das erinnert mich ein bisschen an unseren Track. Okay, also wir sagen beide WG. WG. Bei meinem Textausschnitt handelt es sich um ein Schlagersong. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, es sei ein WG-Song, aber es ist ein Schlagersong. Er ist von Beatrice Egli und natürlich kann ich es mir nicht nehmen lassen, euch das auch kurz vorzusingen. Wir leben jetzt, wir leben laut, wir wollen mehr, wir drehen auf. Für uns gibt es kein Zurück, denn das ist unsere Chance aufs Glück oder so. Nein! Schreibt Beatrice Egli auch unsere WG-Songs? Kann das sein? Weil das ist ja schon sehr ähnlich. Jani, ich hätte mit einem gerechnet, aber damit nicht, sag ich ehrlich. Ich war mir so sicher. Also der dachte ich jetzt, der ist einfach. Ich war mir sicher, der ist einfach. Zum Einstieg was Leichtes. Bin halt auch gar nicht in diesem Schlager-Game. Scheiße. Shit, okay. Also null Punkte. Vielleicht sollten wir mehr Schlager hören. Nee. Bin ich raus. Hallo Mädels, hier kommt auch schon die nächste Textzeile. Das wird die beste Zeit. Leb für die Ewigkeit. Für immer aufs Leben, ein Beben geht jetzt durch unsere Welt. Schlager. Das war nämlich eigentlich für mich ein riesen WG-Indikator. Das wird die beste Zeit. Weil was für eine Zeit? Also irgendeine Zeit muss es ja sein. Das muss ja irgendeinen Bezug haben. Aber es gibt doch auch Aber der Rest war für mich auch Schlager. Schlagerlied. Also nicht dieses Erdbeben, was Erdbeben geht. Erdbeben genau. Ist oh es Gott, vielleicht wie peinlich, das? Dass ich das kenne. Ist vielleicht das? Ist das? Also nee, Herzbeben heißt Herzbeben. Das. Ich Herzbeben. Ich dachte an Erdbeben von Karl Schlagandena oder irgendwie so. Das ist überhaupt von Karl Schlagandena keine... Keine Ahnung. Also was sagen wir jetzt Schlager? Ich hänge auf diesem, das wird die beste Zeit fest. Boah, das ist das schlimmste Spiel, was man mit mir hätte spielen können. Ich hätte das auch nicht gedacht, dass weder WG-Songs noch Schlager-Songs. Ich sag trotzdem Schlager. Lösen wir es auf. Und die Lösung ist, es ist natürlich ein WG-Song. Nämlich aus der Mädchen-WG im Schnee. Ja, wenn man das so singt, dann macht es natürlich auch Sinn. Oh Mann, Alter. Nein. Ja, also das mit dem Beben, da war ich auch kurz skeptisch. Aber ja, es ist tatsächlich ein WG-Song. Irgendwann kommt dieses Herzbeben noch in dieser Runde, sag ich dir. Überraschung, Mädels, hier ist meine Textzeile. Ah! Komm mit uns mit. Denn diese Welt ist sorgenfrei. Denn wenn wir träumen, wie es uns gefällt, gibt es nichts, was uns hält. Wir bauen Luftschlösser am Strand und unsere Reise fängt an. Ja, aber das kann, sorry, aber das ist auch wieder so ein Ding. Das okay, ist ich muss ganz kurz immer noch verdauen, dass ich Hila gerade gesehen habe. Ich habe mich gerade so gefreut, ihr Gesicht zu sehen. Und ich liebe es, mit welcher Inbrunst sie das vorgetragen hat. Wie sie das auch so, wie so ein Dichter. Irgendwie. Ja, als hätte sie gerade so ein Goethe-Shit vorgelesen oder sowas. Also ich glaube, dadurch, dass sie von uns redet, also immer Plural, könnte es schon wieder ein WG-Song sein, aber ich, das ist eh falsch, Alter. Ich habe gar keinen Bock, da irgendwas zu sagen. Warte mal, ich bin so ein schlechter Verlierer. Du sagst erst WGs. Du sagst WG-Song.
unsere Reise fängt an. Es ist ja so eine gemeinsame Reise. Doch ich bin tatsächlich auch bei dir, dass es ein WG-Song ist. Übrigens könnt ihr vor dem Bildschirm ja auch mal fleißig mitraten, Punkte sammeln und in die Kommentare schreiben, wie viele Punkte ihr denn gesammelt habt. Ansonsten, wenn euch das Spiel gefällt, gebt einen Daumen hoch. Ich finde es super. Okay, also wir sagen beide WG-Song. Beide WG-Song. Und die richtige Lösung ist, das ist der Song von der Mädchen-WG vom Schloss am See. Und ab. Komm mit uns mit, diese Welt ist sorgenfrei. Denn wenn wir träumen, wie es uns gefällt, gibt es nichts, was uns fällt. Wir bauen Luftschiff am Strand, unsere Reise fängt an. Wir nehmen dich mit. Okay, ja, können wir ganz kurz darüber reden, dass sie in einem Schloss am See waren. Wie geil ist das denn? Ich würde auch gerne nochmal ein Schloss am See. Ja, weiter geht's. Also ich hatte dann auch mal wieder was richtig. Ist doch toll. Ist doch toll. Wir freuen uns. So, wir freuen uns. So, next one. Eure Schlagermaus darf natürlich nicht fehlen. Passt auf. Was wir haben, ist für immer. Jeder Tag wie ein Jahr. Jede Nacht ein Abenteuer. Das ganze Leben. Ich würde es ihnen halt auch zutrauen, dass es nur WG-Songs sind. Nee, der erste war ja keiner. Der war ja, von, Philipp, war ja von Beatrice Egli. Du Vogel, echt. Bist du noch im Spiel? Du Konzentration. Oh Mann, ey, Schlager ist echt nicht überhaupt das, in meine Musikrichtung. Kennst du das, wenn du in der Schule so diese Multiple-Choice-Aufgaben hast? Ja. Und dann hast du schon ein bisschen zu lange A angekreuzt und jetzt hast du das Gefühl, du musst einfach mal wieder B. Aber deswegen, meine erste Intuition war schon wieder ein WG-Song, aber wir hatten jetzt zwei WG-Songs. Nee, das ist safe ein Schlager-Song. Also da, WG-Song ist schon ein bisschen mehr Kreativität drin als das. Ich bin bei Schlager auch. Weil dieses erst dachte ich so, ein ganzes Leben und ja. Das ist ja so ein bisschen, das trifft ja auch auf unsere Freundschaft zu und dieses Feeling und dass sich ein Tag wie ein Jahr anfühlt, weil man so viel erlebt. Und dann kam das mit der Nacht und dem Abenteuer. Nee, das glaube ich auch nicht. Und das klingt ein bisschen sexuell. Ja. Ja. Ich sag's Schlager. Als hätte man da irgendwas nachts erlebt, wovon wir nicht wissen. Und das ist nicht der Fall in einer WG. Ja, wir sind bei Schlager. Eingeloggt. Düdüt. Und was war's? Schlager? WG-Song? WG-Song? Schlager? Es ist natürlich ein Schlager. Ben Zucker mit Was für eine geile Zeit. Das sind unsere Jahre. Und ich sing dieses Lied auf das Leben auf uns. Ja, und so weiter und so fort. Das kann der Ben natürlich um einiges besser. Meiner Meinung nach trotzdem ein Banger. Aber mein Herz steckt auch Schlager. Ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg beim Weiterraten. Yeah. Sie hatte das Spiel krass gerockt. Sie ist anscheinend richtig, richtig im Game. Aber warte mal, okay, Philipp hatten wir falsch. Das zweite hattest du auch falsch. Aber sonst hatten wir bisher... Ich bin gar nicht so schlecht in dem Spiel. Ich wollte dich nur mal ein bisschen aufbauen, Mausi. Danke. Und weiter geht's. Und weiter. Und los. Volle Leistung. Rein da. Ich will Leistung sehen. Hallo. Hi, ihr Süßen. Ah, Baby Mama. Oh, ich liebe es. Ich habe auch was für euch. Und zwar, wir leben die Träume, die keiner wagt. Jetzt kann ich dich sehen. Das ist unsere Zeit. Das ist unser Song. Nein, Bro, das ist die, doch, ich habe in diesem, nein, das ist der, doch, Jani, das ist, doch, ich nein. bin mir zu 100, das ist nicht unser Song, aber das ist ein Song, in dem ich auch mitgemacht habe. Und das ist der Track, den mein Kumpel immer auf der Party, wir leben die Träume, die keiner wagt, das ist unsere Zeit, zusammen mit Abstand. Echt? Ja. Wirklich jetzt? Ja, nochmal, ich bin mir zu 100% sicher, das ist der erste, bei dem ich mir sicher Gut. bin. Okay. Am Ende ist es falsch. Nee, aber das Ding ist, du hast ja so ein Elefantengedächtnis. Ja, weil ich vertraue ich da drauf. Letztes Wochenende gehört. Bei der letzten Veranstaltung. Und die Auflösung ist, es ist ein WG-Song. Und zwar aus der WG zusammen mit Abstand. In die Träume, die keiner wagt. Jetzt kann ich dich sehen, das ist unsere Zeit. Hier musst du es haben, nicht da. Zusammen mit Abstand. Da schaut aber nicht nach. Ja, mich. Ich bin auch irgendwo da. Aber May. Ich frage mich, warum May mitsingt, ist klar. Die hat eine krasse Stimme. Die singt so gut. Aber warum waren wir dabei?
Ja, du, bei dir geht's ja noch. Bei mir ist es noch okay, passabel. Kannst du unter der Dusche mal machen, ohne irgendwie eine Ruhestörung am Hals zu haben. Mein Freund sagt zu mir, ich darf unseren Kindern niemals was vorsingen. Boah, das ist so grob. Ja, weil wann singt man Kindern was vor? Damit die einschlafen, ja. Dann schlafen die selbst nicht. Weil so ein Banger ist? Ja, natürlich. Nee, es ist wirklich ist ganz schlimm. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Liani hasst singen, müsst ihr wissen. Und es ist immer man so könnte, lustig. Ich könnte der nächste Menderes bei Deutschland sucht den Superstar sein. Mausel, das ist so eine gute Idee. Okay, das Thema lassen wir wieder. Oh mein Gott, ich liebe das. Schreibt es in die Kommentare. Weiter geht's. Hi ihr beiden. Ich habe auch eine Zeile für euch. Also aufgepasst. WG-Song oder Schlager? Und an der Bucht im Sand, da tanzen wir barfuß, zusammen am Strand. Schlager. Oh, da bin ich mir jetzt unsicher. Also es klingt schon ein bisschen so date-mäßig, an der Bucht im Sand tanzen wir zusammen. Ja, und Bussi, so eine Bussi, barfuß, aber barfuß und sowas. So, weißt du, so. Aber wir Schnulze ins viele, Herz. Wir hatten auch viele WGs am Strand, auch barfuß und ja, aber die sind mehr so. Bist du für WG-Song oder was? Nee, ich bin für gar nichts. Kann ich mich enthalten? Ja, komm, du hast es für uns gerade gesagt, jetzt sag ich für uns. Boah, das ist so schwer! Also Schlager. Wärst du auch dafür? Nee, ich bin echt, das ist für dich richtig schwierig. Aber er macht auch so. Also Schlager. Herzensmäßig. Komm, eingeloggt. Und jetzt folgt die Auflösung. An der Bucht im Sand, da tanzen wir barfuß zusammen am Strand. Sag, spürst du die Magie, obwohl wir uns nicht kennen? Schlager! Ja! Yeah! Hammer! Yeah! Siehste, du bist auch wieder so erstmal rumgejammert. Nee, ich kann das nicht und ich kenne das nicht und ich kenne wieder Schlager. Auch wie gehst du das jetzt? Rasieren wir? Ja, aber so schlecht sind wir gar nicht. So, weiter geht's. Machen wir die Nummer noch zu Ende. Gut, ihr beiden. Auch ich habe einen Songtext für euch. Und zwar lautet er wie folgt. Jetzt beginnt das Herz zu rasen und du fühlst dich frei. Diese Kraft in dir, sie ist unendlich stark. Und? Kommt ihr drauf? Herzbeben. Digga, ganz du genau, Herzbeben. Du wenn ihr auch nicht mehr kommt, dann bin ich enttäuscht. Du machst mich so fertig mit deinem Herzbeben. Es ist Schlager. Okay, erstmal bin ich gerade so ein bisschen emotional, weil alle drei Girls von uns auch mit dabei waren. Ich finde es total schön. Es macht mich sehr glücklich. Du fühlst dich frei, die Kraft in dir, das ist alles so ein bisschen auf jetzt ist WG-Zeit. Und also ich finde es auch echt schwierig. Es kann wieder beides sein. Die Stellen sind auch schon sehr gut gewählt, muss man sagen. Gäh? Ist wirklich gut gemacht. Ich bin so auf mein Herzbeben fixiert. Wenn es heute nicht mehr kommt, bin ich traurig. Sag was. Der Schlager. Sicher nicht WG? Ich glaube WG. Ich bin mir gar nicht sicher. Die Auflösung ist, es ist von der Jungs WG aus Amsterdam. Jetzt beginnt das Herz zu rasen und du fühlst dich frei. Diese Kraft in dir, sie ist unendlich stark. Komm, wir machen uns den Tag, machen uns das Leben wie eine fette Party und die Gäste seid dir. Keine Zeit für Zeit verschwenden. Ja, also die Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? Deswegen meinte ich, diese Kraft in dir und du fühlst dich frei, das hat für mich schon nach WG-Song geklungen. Aber wie gesagt, das hätte auch wieder alles sein können, so wie gefühlt in dem. Also dafür, dass wir wirklich gar keinen Plan hatten, finde ich, war es passabel. Das war schon wieder mit uns und unserer Challenge. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr denn so abgeschnitten habt. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wir singen jetzt erstmal in der Runde unseren eigenen WG-Song, bevor ihr das zu hören kriegt. Könnt ihr gerne noch bei der Playlist reinhören, in der ihr alle WG-Songs, die überhaupt jemals erschienen sind, hören könnt. Unter anderem auch den Nummer 1-Hit von Die Mädchen WG 2010, So sind wir. Alina. So sind wir und nicht anders, kapiert das. So sind reicht bei wir, mir auch mal wieder. Geben niemals auf, so sind wir drauf. Zieht's euch rein, schön, dass ihr dabei wart. In diesem Sinne, Bussi. Baba.